welchem Anliegen bist du denn heute hier? Ja, also ich sag mal so, ich bin seit ich 14 bin, also ich sag mal, ich war immer schon das schwarze Schaf. Also gefühlt für mich, so in der Gesellschaft, in meiner Umgebung, zwischenmenschlich mit meinen Eltern, mit Freunden, weil ich immer irgendwie gemerkt habe, dass die Masse, also oder die Meinung der Masse nicht das ist, was ich für mich glaube. Und ich mache seit 2 Jahren auch eine Psychotherapie, aber aufgrund von einer gesundheitlichen Geschichte, weil ich meine Gebärmutter mehr oder weniger verloren oder abgeben musste. Da hat sich sozusagen, ich kann mich immer so schwer ausdrücken, bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Da hat sich das nochmal für mich verstärkt, dass ich für mich eben wahrnehme, dass das, was mir erzählt wird, von außen nicht der Wahrheit entspricht oder nicht meine Wahrheit ist. Und das war auch so ein interessanter, so eine interessante Aussage vor, ich weiß nicht, 2 Monaten gegenüber meiner Psychotherapeutin, die wirklich toll ist, muss ich sagen. Sie lässt mich wirklich viel machen und redet mir auch nicht rein oder will mir irgendwie irgendwas erklären, was jetzt richtig und falsch ist, sondern lässt mich wirklich für mich bestimmen, was meine Wahrheit ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, wissen Sie, ich bin nicht meine Geschichte. Ich bin nicht das, was mir erzählt wird. Das ist meine Erkenntnis nach 39 Jahren. Das ist nicht die Wahrheit. Das, was mir immer erzählt wurde, in der Schule, im Kindergarten, von meinen Eltern, von meinen Freunden oder Nicht-Freunde, von meinen Partnern, das ist nicht die Wahrheit. Ich spüre, dass das nicht die Wahrheit ist. Und deswegen, ja, fühlte ich mich teilweise verloren, alleine, ausgegrenzt, schlecht, hatte Schuld, Scham, was auch immer, Zweifel an meiner Persönlichkeit, ob ich irgendwie falsch bin. Und mittlerweile, es ist so ein bisschen schwankend. Also es ist so, ich bin nicht so in einer gleichbleibenden Energie. Das ist sehr kräftezehrend für mich auch tatsächlich. Also ich habe gute Tage, schlechte Tage, das haben wir ja alle. Aber es ist eben so, diese Zweifel, dieser Ego-Verstand kommt halt wirklich, der ist wirklich groß, stark. Und der kommt halt immer wieder durch. Und das macht mir persönlich Schwierigkeiten in Beziehungen. Also insbesondere in männlichen Beziehungen oder mit Männern. Und das Phänomen, was ich immer wieder habe, ich lerne immer wieder welche kennen und ich bin auch sehr kommunikativ und habe auch keine Schwierigkeiten. Aber nach gefühlt 3 Wochen ist das Thema durch. Der andere entfernt sich von mir und ich stehe wieder alleine da und frage mich, reflektiere mich und überlege, was ist denn jetzt falsch gelaufen, was habe ich falsch gemacht, dass der andere wieder abhaut. Genau. Und natürlich sind da bestimmte Glaubensmuster. Ja, es ist viel, viel einfacher. Ja. Die Überzeugung, dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder irgendetwas falsch oder nicht gut genug ist, kommt dann wieder hoch. Dieser Zweifel, diese Angst kommt dann hoch. Und die wird sofort im Außen reflektiert. Und wenn du das jetzt mal Revue passieren lässt, war es genauso. Du hast Verhaltensweisen, Worte vom anderen, vom Gegenüber, vom Partner dahingehend reflektiert oder gedeutet, dass womöglich er irgendwie herausfinden könnte, dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder nicht gut genug ist. War immer so. Keine Ahnung, eine Absage oder ein Verschieben von einer Verabredung oder. Da gibt es 100.000 Gründe, die unserem Verstand dazu dienen, die herzunehmen und zu sagen, Achtung, da ist Ablehnung in Anmarsch, Achtung, da ist Verlust im Anmarsch. Und sobald diese Triggers quasi kommen, die ich mir selber gesetzt habe, ja, weil ich habe ja, genau wenn ich mich, so wie du gesagt hast, mein ganzes Leben lang so gefühlt habe, bin ich quasi mit meiner Aufmerksamkeit auf
äußere Umstände auf Sachen, auf Situationen, auf Sätze quasi programmiert, die mir dann den Rückschluss geben, Achtung, du bist nicht gut genug, Achtung, du bist nicht gut genug, du wirst bald abgelehnt, Achtung, der will dich nicht, Achtung, bla. Ja? Und das ist es. Das ist es. Und die einzige Lösung ist wirklich zu wissen, und das hast du gesagt, und das erkläre ich auch immer wieder in meinen Videos und auch in meinen Coachings, dass genau diese Sachen, die ich geglaubt habe und übernommen habe an Meinungen und an Überzeugungen, die eben immer wieder dazu geführt haben, dass an mir etwas falsch ist, meinem Rückschluss, dass es eine komplette Lüge war. Ich habe in einer Lüge gelebt. 39 Jahre lang war ungefähr so, als hätte man mir erzählt, dass einmal eins drei ist. Und ich habe immer gewusst, einmal eins ist nicht drei. Aber alle haben so getan, als sei einmal eins drei. Und dann hat sich die ganze Mathematik, alle Gleichungen, alle Rechnungen, alles auf der Basis von einmal eins ist drei dargestellt. Und jetzt habe ich kapiert, dass einmal eins ist eins. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt muss ich mein ganzes Leben umrechnen. Alle Rückschlüsse, alle Annahmen. Ja? Einmal eins ist drei. Das ist eine Annahme, das ist ein Rückschluss. Wenn ich auf dieser Basis aufbaue und plötzlich merke, das stimmt aber nicht, muss ich ja alles neu rechnen. Und alles muss so gerechnet werden, dass einmal eins eins ist. Das heißt, ich bin großartig. Ich bin der Nabel der Welt. An mir ist nichts falsch. An mir war noch nie was falsch. Ich war schon immer großartig. Ich habe schon immer meine Welt erschaffen. Einfach auf Basis von Lügen, die ich geglaubt habe. Jetzt ist mir aber alles wie Schuppen von den Augen gefallen und ich kapiere, wer ich wirklich bin. Und jetzt geht es darum, dass ich so denke, so fühle, so mich verhalte, als sei ich der Nabel des Universums, der Nabel der Welt, die Liebe der Welt. Und jetzt brauche ich ein neues Rechenkonzept. Jetzt muss ich mein Einmaleins neu lernen. Und wenn dann einer sagt, ich habe keine Zeit heute oder mir ist was dazwischen gekommen, es war ja auch wieder schön, fantastisch jetzt mit uns, dass ich hier gerade mit dir die Terminkollision hatte, wo ich dich zuerst abgelehnt habe und verschoben habe auf eine Stunde später. Das passt ja zu deinem Konzept. Ja. Ne? Und das ist genau dieser Punkt, da muss ich neu lernen, wer ich bin. Und so felsenfest mich selber verankern in meinem Divine Design Selbstkonzept, dass ich wirklich ein göttliches, geliebtes, perfektes Wesen bin und alle Annahmen und Überzeugungen, die ich mir gemacht habe, dass ich ein schwarzes Schaf bin, dass ich falsch bin, dass die Menschen falsch sind, das war von mir. Das kann ich in die Tonne schmeißen. Bam. Und dann gehe ich zu meiner Therapeutin und sage, ich bin der Nabel der Welt. Und dann sagt sie, sind Sie wahnsinnig, das können Sie doch nicht einfach behaupten, was ist mit all den anderen Menschen, die wichtig sind. Das würde sie aber nicht machen. Also das ist, aber ich weiß, was du meinst. Das macht sie tatsächlich nicht. Also ich habe auch schon ganz oft überlegt, das abzubrechen, weil ich ja natürlich, weil es mir, was mich persönlich betrifft, nicht so viel bringt, aber ich glaube, die Stunde mit. Sie ist auch dein Spiegel, verstehst du? Sie ist Spiegel. Sie sagt dir, was sie in dir sieht. Das ist großartig. Aber du musst wissen, um was es geht. Du musst wissen, dass sie einfach nur dein Spiegel ist. Und alle Zweifel, die sie dir noch triggert oder spiegelt oder sagt oder die zum Vorschein kommen, das sind deine. Und du musst einfach dahin kommen und sagen: So, du bist jetzt mein Spiegel und du führst mich jetzt nicht in der Vergangenheit rum, in meinem Human Ego Design, da habe ich keinen Bock mehr, irgendwelche vergangenen Scheiße mit dir wieder zu callen, sondern wir gehen jetzt schön zusammen in meine Zukunft. Mit dir als Spiegel kreiere ich jetzt meine Zukunft, so wie ich sein will, so wie ich es haben will, so wie ich gesehen werden will, so wie ich wirken will.
ist großartig. Du musst nur den richtigen Aspekt dahinter sehen, ja? Sie ist genauso wie jede Verkäuferin im Supermarkt. Sie ist dein Spiegel. Sie ist du. Sie spiegelt dir deine Annahmen und deine Rückschlüsse noch wieder. Genauso wie eben dein altes Ich, bevor es wirklich wusste, dass es hier ungefiltert Annahmen, Rückschlüsse übernommen hat von der Gesellschaft, von der Familie und so weiter und so fort. Wobei das Divine Design halt damals schon so laut war in dir und geschrien hat, so ein Bullshit, so ein Bullshit, du bist nicht falsch, du bist nicht verkehrt. Und du halt dann trotzdem mit dieser ganzen Ego-Schlaufe, die wir halt alle haben und auf die wir immer alle beziehen. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die sich so gefühlt haben wie du? Das sind alle die Leute, die eigentlich eine riesengeile Connection zu ihrem Divine Design haben. Die werden so lange geplagt, sage ich jetzt mal, bis sie merken, Scheiße, ich bin jetzt hier da, um aus dieser Lüge aufzuwachen und mir ein richtig geiles Leben zu generieren, als die, die ich wirklich bin, in Wahrhaftigkeit. Und darum geht's. Dass du es einfach wirklich ganz pragmatisch so erkennst und einfach anerkennst, in dem Moment, wo mir das klar wurde, wie das läuft, bin ich neu geboren. Bin ich neu geboren auf diese Welt? Ich habe alle Anrechte, neue Gedanken zu denken, neue Wünsche zu wünschen, neue Sachen zu sagen, neue Ansichten zu hegen, neue Annahmen zu vertreten. Und all das, was ich glaube, ist sowieso wahr. Und ich muss nur noch das glauben, was ich will, das wahr wird. Ja? Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und das mit der Gebärmutter, was ist deine Geschichte dadurch, darüber? Die würde ich gerne mit dir jetzt hier auflösen, damit die gehen darf, diese Geschichte. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin damit jetzt nach, glaube, fast 2,5 Jahren ganz fein, sage ich mal. Aber natürlich hat es was mit mir gemacht und es hat in erster Linie das mit mir gemacht, dass ich keine Frau mehr bin. Und das hat wirklich lange gedauert, dass ich mich als Frau wieder annehmen konnte. Und jetzt sozusagen so einen energetischen Raum geschaffen habe für meine Gebärmutter, die zwar nicht mehr da ist, aber energetisch noch da ist. Und trotzdem ist das immer noch so ein, Ja, was ist denn eine Gebärmutter für dich? Das ist ja ein Symbol. Du hast ja eine Interpretation, eine Annahme, wo du sagst, das und das, dafür steht Gebärmutter. Na, für Entstehung, ja, also ne, der Zyklus ist ja auch weg und Regenerat, nee, wie sagt man denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Nein, Erschaffung, Neuerschaffung, wieder. Genau, und das ist nämlich dein Thema. Neuerschaffung, Kreation, Schöpfung ist von nichts abhängig. Von keinem Umstand, von keinem äußeren Umstand. Auch nicht von einer Gebärmutter. Von nichts. Kreation, Schöpfung und Erschaffung fängt hier in der inneren Vorstellungswelt an. Und da hat nichts Platz in Wahrheit, das dir sagt, dass irgendetwas fehlerhaft ist oder fehlt. Es fehlt dir nichts. Und diese Annahme muss sonnenklar für dich sein. Gebärmutter hin oder her, an mir ist nichts falsch. An mir ist nichts fehlerhaft. Es fehlt nichts. Und das war die letzte äußere Dokumentation, die ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass es hier nur darum geht, anzuerkennen, dass ich komplett in Ordnung bin, dass ich nicht falsch bin, mir nichts fehlt, ich kein schwarzes Schaf bin, sondern dass ich 100% richtig bin. Darum geht's. Das ist das Thema. Das ist einfach bedingungslos anzunehmen, wer du wirklich bist. Und keine Sache der Welt, keiner Sache der Welt mehr die Macht
geben darfst, dass du irgendwo fehlerhaft bist, dass an dir etwas fehlt, an dir etwas falsch ist. Das war die alte Welt, das war dein altes Leben, das waren deine alten Ansichten. Und jetzt steigst du komplett da aus dieser Welt, dieser Ansichten, in die Frau ein, der in Wahrheit noch nie was gefehlt hat und jetzt auch nichts fehlt, die in Wahrheit noch nie falsch war und noch nie fehlerhaft war. Und dieses Selbstkonzept, dieses Seinskonzept, dieses Divine Design Selbstkonzept, darum geht es, dass du das implementierst. Immer wieder. Keine Ansicht, kein äußeres Symbol, kein Wort dahingehend deutest, dass etwas mit dir falsch ist oder fehlerhaft. Darum geht's. Und das ist die einzige Wahrheit. Und das bedeutet nichts, dass du keine Gebärmutter mehr hast. Das bedeutet gar nichts. Es bedeutet nichts. Und wenn du einen Kinderwunsch hast, dann wirst du den erfüllen können, wenn der stark ist. Ich habe eine Tochter, Gott sei Dank. Ja, also. Ja. Na, schau. Ja. Und wenn du jetzt diesen Weg für dich gehst, wird deine Tochter niemals einen Gedanken dran hegen, dass mit ihr was falsch sein könnte. Dass an ihr etwas fehlen könnte. Du hast alles, was du brauchst. Wie großartig ist das denn? Du hast ein Kind. Du hast ein Kind. Nichts ist fehlerhaft. Alles ist großartig. Man hat dir nichts geraubt. Du hast nicht zugelassen, dir ein Kind zu rauben. Du hast ein Kind. Entschuldigung. Du bist für dich eingestanden. Du stehst hinter dir. Und jetzt ist es wichtig, dass du weißt, dass es gut und richtig so ist. Du musst nichts mehr annehmen, was sagt, du bist falsch, du bist fehlerhaft oder du bist nicht gut genug. Keine von diesen Lügen trifft dich mehr, weil es einfach nur eine Lüge ist. Das ist der Weg. Und stemple dich nicht mehr als traumatisiert. Wirklich, mach diese Therapie zu Ende, aber weiß, ich gehe zu dieser Frau, weil sie mich spiegelt und weil ich dadurch genau das Leben erschaffe und kreiere, weil ich in den Schöpferprozess jetzt richtig voll und ganz eintrete. Und das reicht mein Seinszustand, weil ich bin die Schöpferin. Und mir fehlt nichts dazu. Ich kann das voll und ganz. Und diese Frau ist nicht dazu da, mich aus einem Trauma oder aus einer traumatisierten Situation rauszuholen. Ich bin schon draußen. Ich erschaffe mir jetzt mein geiles Leben für mich und meine Tochter. Hallo? Das mache ich. Und dazu bin ich da. Und die Vergangenheit hält mich nicht mehr auf. Ich erschaffe die Zukunft neu. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich mache das jetzt. Da felsenfest reinzustehen. Und wirklich auch traurig zu sein, zu weinen und der vergangenen Version von dir, die zu trauern und sie gehen zu lassen. Das heißt neue Geburt. Und da darf man trauern. Aber dann darf ich die Party meiner Neugeburt feiern. Mein neues Ich, meine neue Erkenntnis, mein neuer Seinszustand, meine Zukunft, die ich für mich kreiere, für mich und meine Tochter. Und erkenne, wie großartig gesegnet ich doch bin. Es gibt Frauen, denen wird die Gebärmutter genommen, bevor sie ein Kind kriegen konnten. Also bist du gesegnet. Du hast alles, dir fehlt nichts. Und lass dir nicht einreden, dass das irgendwas bedeutet. Hauptsache, du bist jetzt fit und gesund. Dein Körper passt sich dieser Sache an, aber mental musst du ihn das machen lassen. Sagen, mein Körper ist okay damit. Ich lebe Vollgas. Und ich weiß, wie schlimm das ist, ja. Also mir wollten sie das ja auch antun. Nur habe ich mich gewehrt. Und da vielleicht auch noch
dir selber zu verzeihen, dass du dort halt noch nicht so hundertprozentig hinter dir stehen konntest, wie du es aber jetzt kannst. Dass du den Ärzten das erlaubt hast zu tun, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, damit darfst du auch in Frieden kommen und sagen, es ist alles in Ordnung. Ich habe nichts verloren. Deswegen. Weil ein Verlust ist ja nur da, wenn du sagst, es ist ein Verlust. Das war der Prozess, der hat dich dorthin geführt, wo du jetzt bist. Und jetzt bist du die Schöpferin und machst dir das großartigste Leben, was du nur möchtest. Und jetzt geht es erst richtig los. Wenn es jetzt neu anfängt. Was willst du? Was willst du erleben? Wer bist du in Wahrheit? Was denkst du selber über dich? Wie erhebst du dich in dein wahrhaftiges Sein? Mit welchen Gedanken, mit welchen Annahmen, mit welchen Ansichten? Hast du schon an deinem Selbstkonzept gearbeitet? An deinem Wahrhaft? Es hat auch, wie gesagt, eine ganze Weile gut funktioniert. Und alles, was so, was ich mir so vorgestellt habe, ist tatsächlich, ich habe sogar sekündlich manifestiert. Also ich war schon mal ganz, ganz weit. Das ist was ich vorhin am Anfang gesagt habe, dass es so, ja, so hoch und runter geht, dass es dann eben eine gute Zeit gibt, wo ich dann auch wirklich für mich auf so einer Erfolgswelle unterwegs bin und denke, mir kann gar nichts mehr anhaben. Und dann irgendwann geht es aber doch wieder ganz steil bergab. Und dann falle ich auch in wie so ein kleines Loch und habe auch tatsächlich, obwohl es mich nicht mehr so krass runterzieht, aber es ist schwierig da tatsächlich dann. Was ist, wenn es in deiner Realität nur noch ein Normal gibt und das ist keine Erfolgswelle und das ist kein Hoch und Tief, sondern das bist nur du? In deiner Perfektion immer? Wenn du diese Ansicht quasi aus die Zeit rausnimmst und die Form und alles Äußere, alle Objekte und einfach nur zu dir zurückgehst in jedem Moment, einfach sagst, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich bin großartig. Ich weiß, ich mache keine Fehler. Alle Fehler sind eine Illusion, die ich mir selber in meinem Kopf generiert habe. Aber diese Illusion kann ich jederzeit auslöschen. Muss gar nicht mehr in dieser Welt leben, die sagt, es gibt Hoch und Tiefs. Ich lebe zum Beispiel nur noch in der Welt, es gibt mich. Ich bin. Und ich bin jetzt, ich bin diesen Moment. Das, was ich sage, das bin ich. Ich schaue nicht, was passiert ist oder was passieren könnte. Ich gehe immer nur zu meinem Selbstkonzept zurück. Und ich reflektiere mich nicht und ich bewerte mich nicht anhand dessen, was ich im Außen gegen mich sehen könnte. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin. Ich bin großartig, ich bin perfekt. Ich bin gewollt, ich bin geliebt. Ich bin anerkannt, ich bin Schöpfer. Es gibt nichts anderes. Und ich erlaube keine Fata Morgana in einem Spiegel mir zu sagen, dass irgendwas falsch ist oder dass irgendwas hoch geht oder tief geht. Interessiert mich überhaupt nicht, diese Gedanken. Ich denke gar nicht mehr in Zeit. Ich denke nicht mehr in Vergangenheit. Ich denke nicht mehr in Zukunft. Ich denke nur in, wer bin ich? Alles andere ist völlig irrelevant. Weil das ist das Living in the End. Ich bin da, ich bin angekommen. Ich bin erfüllt, ich bin in der Erfüllung angekommen. Wenn ich in der Erfüllung angekommen bin, bin ich in der Erfüllung angekommen. Punkt. Und wenn es sich gerade mal nicht gut anfühlt, fühlt, mir scheißegal. Ich bin in der Erfüllung angekommen. Ich bin da angekommen, wo ich sein muss. Ich bin bei mir angekommen. Ich bin in meiner bedingungslosen Liebe zu mir selber angekommen. Das heißt, bedingungslose Erfüllung. Interessiert mich gar nicht. Ich denke nicht in Zeit. Ich denke nur, jetzt ist geil. Jetzt bin ich angekommen. Und dann sagt mein Vater, ja wo denn? Zeig doch mal, wie, wo, was? Hä? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Und das sehe ich nicht. Dann sage ich, halt die Fresse. Ich bin angekommen. Ich bin großartig. Ich bin geliebt. Ich bin versorgt. Ich bin unterstützt.
So ist es nämlich. Und das muss man halt. Ich meine, du hast ein Kind, du weißt, wie man manchmal stur und beständig sein muss, beharrlich sein muss, und genauso wie ein Kind muss man seinen Verstand erziehen. Genauso. Und dann funktioniert es. Aber ich muss dieses Konzept verstehen. Ich muss es wirklich für mich verstehen, immer mehr und mehr verstehen, den Unterschied zwischen mir, zwischen innen, zwischen der Reflexion im Außen. Und das muss ich mir immer wieder erklären. Und das kann ein Weilchen dauern, weil der Verstand ist extrem heimtückisch. Ja, der kommt dann immer wieder mit irgendwelchen Geschichten, wo er mir erzählt, ja, aber wenn du jetzt wirklich erfüllt wärst, dann wäre das und das und das und das anders. Mhm. Und so sage ich, blöde Meinung, vertrete ich nicht. Ja, und das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, du hast dich falsch gemacht, wenn du nicht der Meinung der Allgemeinheit warst. Und jetzt geht es darum zu lernen, dass du absolut richtig bist mit deiner Meinung. Auch selbst wenn dein Verstand noch irgendwo in diesen alten Sphären versucht zu denken, dass du einfach sagst, du hattest noch nie recht, mein Lieber. Ich sag dir jetzt mal, wie es läuft. Und das sind diese inneren Gespräche, die man mit sich selber sehr bewusst führen muss, damit man sich in seinem Selbstkonzept immer mehr und mehr verankert. That's the way. Und was heißt das Gefühl? Haben wir diese Gebärmuttergeschichte ablegen können? Hoffe ich. Weil wenn du sie wieder aufs Tapet legst, bist es du, der diese dich einschränkende, nicht gut genug machende, fehlerhaft machende Geschichte wieder aufs Tapet bringt. Es ist niemand anders, es bist du. Ich weiß. Das ist ja das ist die Schwierigkeit tatsächlich. Ich weiß das alles. Also die Theorie ist mir total klar. Aber warum sagst du, es sei schwer? Es fällt dir doch sehr, sehr leicht, das wieder aufs Tapet zu bringen. Also kann es dir doch genauso leicht fallen, eine neue Realität aufs Tapet zu bringen. Sind diese Annahmen, es ist schwer, es dauert lang, es tut weh. Ich muss es nicht glauben. Ich kann tatsächlich glauben, es ist echt leicht. Dinge zu verändern ist leicht. Obwohl die meisten Menschen glauben, Dinge zu verändern ist schwer. Mir fällt das leicht. Das sind auch diese heimtückischen Geschichten, ja, die manifestieren genauso. Genauso diese Annahmen. Es ist schwer, es fällt mir schwer. Ja, solange du das glaubst, dann ist es schwer. Aber du kannst genauso glauben, mir fällt alles leicht. Fliegt alles zu. Ich bin völlig auserlesen, auserwählt für ein leichtes Leben. Ein Leben in absoluter Leichtigkeit. Transformation ist für mich ein Kinderspiel. Es macht so, jede Ansicht manifestiert. Und deswegen sage ich immer wieder Selbstkonzept. Und dazu gehört eben auch, Transformation ist leicht für mich. Das ist das Normalste und das Natürlichste. Für mich verändern sich die Sachen zu meinen Wünschen schnell. Alles spielt für mich. Jeder äußere Umstand ist nur da, damit ich das kriege, was ich in meiner inneren Welt kreiere und was ich bin und was ich verdient habe. Dass es funktioniert, weiß ich ja auch. Ich habe das ja auch alles schon, also wie gesagt, ich habe... Ja, aber es funktioniert nicht immer in deiner Welt. Ja. In deiner Welt funktioniert es nicht immer. Du glaubst tatsächlich noch, dass es da irgendwelche Ausnahmen gibt, aber die gibt es leider nicht. Du kannst es nicht stoppen, es funktioniert immer. Du kannst nur deine Ansicht verändern, dass es gegen dich arbeitet, weil du fehlerhaft bist und weil du nicht gut genug bist
Oder du nimmst die andere, die Divine Design Ansicht und sagst, es arbeitet alles für mich, weil ich bin immer gut genug. Ich bin immer perfekt. Ich bin immer gut. Es ist dieses Gesetz, diese Energie, die wir generieren mit unseren Ansichten, die wirkt immer. Da gibt es kein Geheimnis. Und da muss man halt so bitter ehrlich mit sich selber sein. So bitter ehrlich, wenn man diesen Weg alleine geht, spielt der Verstand gerne mal seine Spielchen und sagt, ja, aber ich habe es doch alles richtig gemacht und da bei mir klappt es halt nicht. Oder bei mir klappt es halt manchmal. Oder bei mir klappt es halt so lange, bis es nicht mehr klappt. Nee, es klappt verdammt nochmal immer. Und wenn das Gegenteil dabei rauskommt, heißt es nicht, dass es nicht klappt, sondern dann heißt es, dass ich vom Gegenteil überzeugt war. Mehr heißt es nicht. Und das sind diese heimtückischen Spielchen des Verstandes, der uns immer wieder in unsere fehlerhaftige, mangelhaftige Welt zurückbringen will, wo wir in einem Human Design beschränkten Seinszustand sind, wo Sachen halt gegen uns laufen, wo wir nicht gut genug sind. Und das ist halt diese Lüge. Ich bin immer gut genug. Es ist immer perfekt für mich. Das Leben ist immer absolut perfekt für mich. Und jetzt komme ich und ich werde nicht populär sein, auch wenn ich das auf YouTube ausstrahle. Aber es war perfekt für mich, die Gebärmutter zu verlieren. Es war perfekt für mich. Genauso perfekt, wie es für mich war, meine komplette Gesundheit zu verlieren und jahrelang nur noch 24 Stunden am Tag mit Schmerz Level 10 mich durch die Welt zu schleifen. Das war perfekt für mich. Was? Tatsächlich. Weil ich sonst niemals so all in gegangen wäre, in dieses Wissen, das ich jetzt habe, zu verstehen bis zum letzten Punkt, wer ich bin, wie das Leben funktioniert, wie Energie arbeitet, dass es nichts außerhalb von mir gibt, dass irgendeine Kraft und irgendeine Macht hat, dass ich kein Opfer bin, dass ich kein schwarzes Schaf bin, dass ich nicht ausgeliefert bin. Und dazu musste ich persönlich in das höchste Maß, dass ich mich ausgeliefert fühlen, eintreten, um zu erkennen, dass ich mich da rein manövriert habe, dass es meine Wahrheit war, die sich im Außen manifestiert hat. Also war das gut für mich. Und es klingt nicht toll. Aber ich habe es gebraucht. Und dann bin ich das Opfer nicht mehr. Dann kann ich aussteigen, dann kann ich in meinen Schöpfermodus einsteigen und kann sagen, ja, auch diese Scheiße habe ich erschaffen. Zwar unbewusst, aber diese Scheiße hat mich zu einem bewussten Sein gebracht, wo ich jetzt dieses Bewusstsein habe, aus dem ich mir ein absolut geiles Leben erschaffen kann. Also, prima, hier bin ich. Ready. Her mit dem geilen Leben. Ich bin bereit. Ich brauche mir keine Scheiße mehr zu manifestieren. Ich brauche kein Opfer mehr zu sein, sondern ich bin jetzt bereit, meine Kraft genau in diese Richtung einzusetzen, in der ich es haben will. Nochmal meine Frage. Kannst du diese Geschichte einfach ad acta legen und eben sagen, diese Geschichte hat mit mir, meiner neuen Version von mir, nichts mehr zu tun. Kann ich. Yes. Und jetzt geht's los. Was geht los? Was manifestierst du für geilen Scheiß jetzt? Hopp, jetzt gehen wir mal dorthin.
Also erstmal muss ich mein Liebster melden. Tatsächlich, wir haben gerade so einen kleinen Streit gehabt, auch natürlich vorher durch meine Gedanken. Also wie gesagt, ich bin ja reflektiert und habe gedacht, Mann, was hast du denn da vorher gedacht? Das wäre echt toll, dass das jetzt so nochmal, ja. Der muss sich nicht melden, der hat sich schon lange gemeldet. Naja, er ist ja da. Er ist ja da. Wir haben uns vorgestern durch Zufall, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, ist ja kein Zufall, gesehen. Und das war so krass, diese Energie, die wir beide auch haben. Ich habe gezittert, er hat gezittert. Es war so, ja, und ich habe gedacht, das ist er, ich will ihn haben, wir sind zusammen, ich möchte, das ist mein Mann an meiner Seite. Er gehört zu mir, wir beide. Und ja, jetzt haben wir einen kleinen Streit gehabt. Naja, mal schauen. Das, Worum ging der Streit? nach banale Sachen, das war Missverständnisse, das überhaupt nichts Tiefgreifendes, einfach keine Ahnung. Wieso sagst du überhaupt, ihr habt einen Streit? An was machst du fest, Ja, dass das ein Streit war? naja, kein Streit, ich sage ja Missverständnis, ein Missverständnis. Und woran machst du fest, dass es ein Missverständnis war? Ja, es gibt kein Missverständnis. Ja, aber was hast du dir da eingeredet wiederum? Ach, ich weiß es nicht. Es ist aber wichtig, dass du das weißt, dass du dir nächstes Mal diesen Scheiß nicht einredest. Ja, wahrscheinlich, um ihn auf Abstand zu halten. Wozu? Ja, weiß ich nicht. Auch wenn du das nicht weißt, wird es immer wieder passieren. Das sind so Sachen, das ist, da muss ich selber noch, wenn ich das kann, ich kann das nicht einfach. Aber mir ist es wichtig, dass du erkennst, diese Sachen genau aufgeräumt gehören. Diese Sachen gehören aufgeräumt. Diese Sachen müssen für dich sonnenklar sein, dass das mit deinem neuen Ich gar nichts mehr zu tun hat, dass du anders denkst, dass du die Welt anders siehst, dass du keine Missverständnisse mehr siehst, dass du wirklich nur noch absolute Erfüllung spürst, wie da, wo du ihn zufällig in Anführungsstrichen getroffen hast, dass das du bist, dass das tatsächlich das ist, wie du dich anfühlst, pur in Wahrheit. Und dass du dich einfach mal daran gewöhnen musst, dass hier keine Fehler herrschen. In der Realität der Erfüllung im Divine Design gibt es keine Fehler, da gibt es keine Missverständnisse, da gibt es gar nichts. Das ist alles in höchster, absolut perfekter Ordnung. Und ich muss meinem Kopf, meinem Denken, meinen Annahmen, muss ich dahin führen, dass die erkennen, wie das ist, wenn alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung mit mir. Und das ist diese Klarheit, die ich immer wieder brauche, wo ich mich immer wieder zurückholen muss, weil mein altes Denken will mich ja wieder dahin führen, dass mir sagt, irgendwas ist falsch und das sind Missverständnisse und da ist Fehler, Miss ist Fehler, ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht. Nein, es ist alles in bester Ordnung. Ich bin in allerhöchster, bester Ordnung. Ich bin null Mangel. Es gibt keinen Mangel. Ich habe keinen Mangel. In meiner Welt gibt es keinen Mangel mehr. Ich sehe keinen Mangel mehr. Ich habe keine Mangelperspektive mehr. Missverständnisse, Streit ist eine Mangelperspektive. Es ist alles in allerbester Ordnung. Und das ist wichtig, dass du hier diese Disziplin wirklich aufbringst und sagst, nein, alte Welt, altes Denken, altes Ich, nope, wird nicht mehr gefüttert. Diskutiere ich gar nicht mehr. Ich bin die absolute Hammer-Traumfrau. Hier gibt es keine Missverständnisse. Es ist eine einzige Wahrheit, die hier gilt. Er findet mich geil. Mehr nicht. Und ich muss nichts dafür tun. Das ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig. Das ist gratis, weil das Ja. bist du. Du Ja. musst nichts dafür tun, gar nichts, nichts, nichts aufwiegen. Das ganze Ding hat keinen Preis. Du musst nicht irgendwie was sagen, was geben, was schenken. Nein, du musst nur was denken. Ja, du musst nichts geben, nichts schenken, nur was denken.
Der ist super, der findet mich super. Ich bin die Superste, die Einzige, die Beste, die Schönste für ihn. Es gibt nichts Schöneres für ihn, als dass er mich kennengelernt hat. Alles ist super zwischen uns. Wir sind ein absolutes Traumpaar. Wir leben ein Traumleben. Hier ist nichts falsch. Das ist alles, was du dafür tun musst. Für eine großartige Beziehung. Nur diese Gedanken denken, diese Energie, ja, das ist alles, das ist der Preis. Der Preis ist, dass du diese Energie generierst, die du dort gefühlt hast und nicht Schiss davor kriegst. Sondern, dass es dein absolut Normalzustand ist und dass du das bist. Seinszustand, Seinszustand, Selbstkonzept, Seinszustand. Immer nur ich. Die anderen, die sind das, was ich sage, was sie sind. Die spielen die Rolle, die ich ihnen gebe. Ne? Ja. Und das ist die Disziplin, die zum Ziel führt, die zum wahrhaftigen Kern unseres Seins führt. Und mit dieser Disziplin müssen wir dranbleiben. Und für dich ist es in diesem Sinne total wichtig, dass du wirklich solche Gedanken denkst. Ich war noch nie ein schwarzes Schaf. Ich war schon immer das weißeste Schaf, was es nur auf Gottes Erdboden gibt. Ich bin diejenige, die absolut hier in ihrem Divine Design verankert ist. Ich war schon immer richtig. Es war nie ein Fehler. Ja, das, was ich dir vorher gesagt habe, das ist so wichtig, dass du das immer wieder klärst für dich, ja, für deinen Verstand, dass du das klärst. Dass wenn da gegenläufige Gedanken kommen, dass du immer wieder zu dir zurückkommst. Es ist so eine einsame Geschichte, unser Leben hier. Es ist nur wir, nur ich. Und das zu erkennen, nachdem uns ein Leben lang gesagt wurde, der Esel nennt sich immer selbst zuerst, müssen wir diesen Gedanken umändern und sagen, Gott nennt sich immer selbst zuerst. Der Schöpfer nennt sich immer selbst zuerst. Ich nenne mich immer selbst zuerst. Ich bin der Ursprung, ich bin der Anfang, ich bin das Ende, ich bin die Mitte, ich bin das In-Between, ich bin das Dazwischen, ich bin der Prozess, ich bin alles. Alles, was wir in uns klären, wenn wir das teilen, diese Klarheit, wird es im Kollektiv für alle gelöst. Das ist das Schöne an unserem energetischen Universum. Wir können in uns die ganze Welt heilen. Und das ist großartig.